和服太紧了，太累了，走。京都的第二天，我俩已经 total fatigue 了，完全已经都不行了。今天又走了大概有12公里左右，太夸张了！我刚刚在回来的路上，在超市买了点零食，刚刚买的零食，还有一个包子，我还买了一个大肉包，然后还有一些饮料什么的。热啦！我们现在在著名的二条城尼九九 castle， 走，还蛮好看的，但是就是太热了，又开始暴晒了，走吧。给大家介绍一下二条城，这里写着世界遗产二条城。庆长八年，江户幕府初代将军德川家康，不啦不啦吧，然后我就不太会读了。门票是不是很可爱？是一个御守护符，是这样的。然后我们现在在金阁寺啦。从背后看呢，就好像没有前面看的吗？好看了，而且有很多那种水管啊什么的。Martin, wir sind jetzt schon am Ende der Straße. Wie findest du? Oh, ist ganz okay. Hier sind zu viele Souvenirläden. Das ist gar nicht so schön, wie ich das mir vorgestellt habe. Ja, ich habe mir auch so schöne vorgestellt. Die Beschreibung ist, das so eine ganz alte Straße wie im Mittelalter. Aber es ist einfach nur eine Touristenfalle hier. Und wir sind direkt in die Falle geraten und haben
ein paar Figürchen gekauft, ein paar Souvenirs. Ja, aber super süß. Das stimmt. Und einzigartig, ne? Und jetzt ist Qingshuisi. Ein weiterer. In der Sonnenschein走的是那条商业街，现在我们才到了那个，比较正儿八经的一个古风的一个街道，好像是这条街比较有名。但是因为现在已经晚上6:10了，就所有的店铺都已经关了。不过还是能看出来这个风格的。看到一家店专门是猫咪的东西。哇哦！哇，这黑的卡子。Weißt du, was sagen sie gerade? Baby, geh auf. Nein, bring me home. Bring me home. ありがとうございます。ありがとうございます。Wir müssen wieder hier Kniesitze. Langsam ist wirklich anstrengend, immer so auf Kniesitze. Hi, arigato gozaimasu.Oh, das mag ich nicht. Wir essen zwar direkt am Counter und direkt davon. Der Chef kocht für uns. Ups. Und das jeder kriegt so eine kleine Ding. Okay. Oh, das ist Martin. Das wäre was so klein. Von neben mir macht es doch. Eww, das ist eklig. Eww. Das ist eine gebratene Nudel. Wir fahren jetzt von Kyoto nach Osaka. Genau. Unsere letzte Station für unsere Japan-Reise. Ja. Und dann die Ausschilderungen in der Kyoto Bahnhof sind sehr deutlich. Ne? Genau. Aber nicht so gut wie in Tokio. Ja, Tokio ist noch besser. Ja, schon sehr gut. Wir haben überhaupt kein Problem gehabt, um unser Gleis zu finden. Und jetzt warten wir auf JR Line. Diesmal fahren wir nicht mehr mit Shinkansen. Diesmal nehmen wir eine Bimmelbahn.
auch nicht Böhmebahn, ist also, Normalbahn. Ist nicht so schlimm wie in Deutschland. Was ist die Bahn leer?那个大阪车站和梅田车站是连在一起的，然后是一个非常大的地下城，然后有很多商场，还有吃饭的地方什么的。就大家在这片区域活动的话，就不用上到地上去，就在下面就行了，四通八达的。非常典型的那个，咖喱包子。这里面就是牛肉，然后咖喱。好吃。是，但是它不是热的，就是那种温温的，有点凉，对吧？嗯。哇，好油啊！不过那个咖喱还挺香的。那它也可以出，但是可以。嗯，不贴。嗯。好油啊！嗯。Wir sitzen gerade hier und machen ein bisschen Pause. Genau. Und wir haben über Japan geschattet und wir finden ganz viele Sachen in Japan so gut. Und ich zum Beispiel, ich fühle mich sehr angenehm in Japan. Manchmal ist es angenehmer als ich in China war, weil hier ist einfach alles so, so ordentlich. Ne? Und viele Sachen, Martin meinte, viele Sachen haben sie ganz gut durchgedacht. Ja, und die Menschen, die Leute verfolgen einfach die Regel. Das mag ich super gerne. Weil ich bin auch so eine Regelverfolgerin. Ja, in Japan gibt es ganz klare Regeln, wo man langlaufen muss. Ja, und alles ist auch überall ausgeschildert. Aber es ist auch komisch, weil ab und zu wechselt es. Manchmal muss man links laufen, manchmal muss man rechts herumlaufen. Zum Beispiel an der Rolltreppe. Manche Rolltreppen steht extra nur links stehen, aber manche steht nur rechts stehen. Ja. Das ist ein bisschen verwirrend. Wir haben das System noch nicht geknackt. Ja, nicht. Aber die meisten sind so links einfach stehen. Ja. Hier ist ja auch Linksverkehr. Genau. Die Menschen sind sehr, sehr höflich und respektvoll für Leute. Also die Menschen sind hier so höflich, dass du siehst niemand drängt nach vorne. Niemand schreit hier. Genau, niemand ist so höflich, ja. Niemand drängelt. Genau, niemand so verhält sich wie ein Idiot, wie überall anders auf der Welt. Überall anders. Die Leute sind auch nicht so hektisch in der Stadt, niemand ist genervt. Genau, super chillig. Ist nicht so wie in Stuttgart, wo alle genervt sind. Ja. Ja, die Leute sind ein bisschen zu übertrieben höflich. Ich finde das so super gut. Die Japaner benutzen als jedes zweite Wort immer nur Danke. Immer nur Danke. Entschuldigung, ja, Verzeihung und so. Man weiß gar nicht, was man sagen soll, weil da oben sagen alle immer nur Danke. Ja, du brauchst nur Danke und Entschuldigung sagen, das war alles. Ja, genau. Und noch was, und die Frauen in Japan, vor allem in Tokio. Die Frauen sind so schön, sie haben sich so gut gekleidet und sie machen sich so richtig fein. Und ja, sie tragen auch nicht so übertriebene Kleidung, aber richtig so elegant und schön und einfach, so bescheiden. Ja, so wie ich. Ne? Ich bin auch normalerweise elegant, einfach und schick. Außer bei der Arbeit natürlich. Ich sehe scheiße aus bei der Arbeit, aber ich mache mich nicht so richtig schick bei der Arbeit. Aber normalerweise, ja, wenn ich im Privatleben bin ich auch so. Ach, okay, ich kann nicht mehr. Aber wirklich. Deine Nase ist schon so lang, die haut gleich gegen die Kamera. Aber wirklich,
Du musst jetzt ehrlich sagen, ob ich in meinem Privatleben, also früher mit in China mit meinen Freunden und hier in, oder in Deutschland mit meinen Freunden, wenn wir Wochenende ausgehen, bin ich auch anders. Ne? Natürlich. Wie, der Woche. Auch heute ist ein bisschen Ausnahme, weil wir sind gerade hier mit der Bahn gefahren und ich habe noch keine Zeit gehabt, mich zu schminken und fertig zu machen. Und jetzt sehe ich ein bisschen schlaber. Ja, wir sind ein bisschen zu früh in Osaka angekommen. Wir warten darauf, dass wir endlich einchecken können. Ja. Deshalb erstmal Matcha Latte. Natürlich jeden Tag Matcha, ist so geil, überall richtig Matcha. Vor allem in Kyoto, okay, Uji, wo Matcha ausstammt, ist ganz in der Nähe von Kyoto. Deshalb in Kyoto gibt es ganz viele Uji Matcha Läden. Super cool. Ich liebe Matcha, ja. Matcha auch. So, okay. Ich muss jetzt mein Matcha Latte auftrinken. Und dann gehen wir weiter runter. Bis dann. Seite. Aber ja, man sieht den, die Grenze von Osaka. Aber in Tokio, als wir in Tokio Skytree waren, wir sahen die Grenze von Tokio nicht. Tokio ist richtig riesig. Und bis jetzt ist Tokio immer noch meine Lieblingsstadt. Ich kann gar nicht in die Kamera schauen. Ich auch nicht. Zu hell. Hätte jemand seine Sonnenbrille nicht verloren. Da haben wir jetzt was, ne? Für dich. Oh, du Topatsche. Das Zimmer, die Struktur ist genauso wie in, nicht so genau, so ähnlich wie in Kyoto, ne? Hier ist Badezimmer mit alles. Boah, ich liebe die Toilette in Japan. Sie haben überall, nicht nur Hotels, in öffentlichen Toiletten haben sie auch elektrische, wie heißt das, elektrische Toilette? Ja. Super geil. Okay, das ist unser Zimmer. Oh, super hell gerade. Und wir haben noch Check-in-Geschenk bekommen. Jetzt去大阪的城堡。啊，今天阳光又是这么的强烈，但是有点风还不错。你们看，就是在后面这个，在哪？老公，大阪城堡呢？在那个树后面。我在卡斯。다。 对啊，对，这个。那我们就到了大阪城堡的脚下，就是它，人还不是很多，我觉得因为这个地方特别空旷，然后游客就不显得那么多了。 Schaut euch das Gebäude an, ist schön weiß. Ganz oben kann man auch hoch. Oben an der Mauer sind zwei Tiger. Aber da wir schon im Sky Building waren, dann brauchen wir auch nicht mehr hochklettern. So. Wir müssen noch reingehen. Da drinnen ist ein Museum. Ganz oben und ehrlich gesagt, das ist gar nicht so interessant für mich. Ja, jetzt sehen wir Osaka nochmal von oben.
oben die Fliegende sind Clipfish, genau. Und da unten habe ich, glaube ich, Omelette und so. Miso-Suppe, Tofu, ein kleine Beilage, Reis und das in Gelb ist Ingwer. Martin wartet noch auf sein Essen. Und ich habe Pfirsich bei Sparkling Wine bestellt. はい、ありがとう。Martins Essen wird frisch zubereitet. ありがとうございます。マスタードのマヨネーズ。Wow. Ich dachte, sein wäre super einfach, aber sieht super gut aus. Okay, no? Okay, thank you very much. Okay, wow. Genieß dein Essen, Baby. 然后我的这个好像是里面，我以为是那种气泡酒，但是它其实是果汁，然后里面是 jelly， 就果冻的那种感觉，还挺好喝的，桃子味的。Die Soßen sind richtig. Es gibt Mayo, Mayonnaise da drauf, Senf und noch Barbecue-Soße. Ich finde, dass Japan bei Tokio nicht so billig ist. Wie wir jetzt in der Nanbo-Station im Unterkauf-Shopping und einem kleinen Restaurant essen. Und dann habe ich mir ein Paket-Kauf gekauft.$650.Das ist Old Town, ne? Alte Stadt. Und auch eine riesige Einkaufspassage. Ja. Die Einkaufsstraße. Das ist diese Kreuzung. Und wir gehen da hin. Diese Richtung. Und ich habe gerade, natürlich möchte ich nur zeigen, dass ich gerade eine neue Parkklammer gekauft habe. Takoyaki. Hier ist super groß und diese Seite ist Ebisubashi. Suji ist eine Einkaufsstraße und das ist dieser berühmte Graben. Und der andere Seite da ist Shinsebashi Suji. Das ist auch eine andere Einkaufsstraße. So, wohin gehen wir zuerst? Wir gehen da lang. Okay, erst da lang. Let's go! Thank you.
Oder ist so eins? Nein, das sieht ekelhaft aus. Sieht einfach nur falsch aus. Einfach nur falsch. So gefüllt Toast. Oh, ganzer Toast. Mögen so gerne Süßigkeit, wirklich überall auf der Straße sind nur Süßigkeitladen. Zum Beispiel hinter mir wieder Matcha. Jetzt ist mir reicht. Reicht dir auch? Ja, das reicht mir. Das ist super süß und extrem fettig hier. Das ist ein bisschen wie in Amerika. Ja, ganz viel. Alles frittiert und voll mit Zucker gepackt. Genau, und ganz viele. Also jede 10 Meter eine Süßigkeit laden. Ja. So für Gebäck oder Kuchen oder so. Und Bubble Tea auf jeden Fall, wie in China überall. Aber jetzt ist. Mir ist schon schlecht, wenn ich nur Bubble Tea Schild sehe. Wo ist mein deutsches Essen? Mein Brot. Ich brauche auch was Deftiges. Abendessen gefunden. Ja. Es ist Curry. Japanisches Curry. Mati hat mit Schnitzel. Meine, ich weiß gar nicht, was ist das. Wahrscheinlich auch Fleisch drin. Lecker. Auch leicht scharf. Leicht scharf. Sieht super einfach aus, aber super lecker. Boah, ist scharf. Boah, lecker, endlich habe ich scharf was Scharfes gegessen. Das kleine Restaurant hat gar keine Menükarte. Alles, was sie haben, hängt an der Wand. Hier. Der letzte Tag, wir in Osaka. Und wir sind gerade vom Hotel gelaufen. Wir wollten ein bisschen den Weg zu der Airport Express Bus finden. Und wir sind wirklich halbe Stunde in dieser Unterführung in der Osaka Station gelaufen, um eine scheiß Busstation zu suchen. So verwirrend. Das ist so kompliziert beschildert. Ja, richtig. Oder wir sind, es gibt eine Linie, die einfach nur im Kreis führt. Genau. Man läuft einfach nur im Kreis, wenn man den Schildern folgt. Ja. Und dann gibt es eine Richtung, da gibt es einfach ein totes Ende. Ja. Und dann gibt es wieder einen Kreis. Und wir haben einen richtigen Weg am Ende gefunden. Oh. Das ist anstrengend. Ich hoffe, wir schaffen das morgen früh. Ja.
man wie ordentlich sie anstellen für U-Bahn. Das ist unglaublich. Wie geil ist das denn? Super bequem. Man spielt mit dem Essen, nicht mit dem Essen. Mit diesem Kuchen darf man spielen. So ein Wackelpudding. Aber wirklich, so fluffy. Wer heißt das? Fluffy? Fluffig. Fluffig. Ah, oh, jedes Mal war ein frischer Kuchen reserviert. Ja, dann klingelt die Weihnachtsglocke. Oi, 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 oi. Okay, wer ist das? Ist heiß, ne? Ja, sehr. Oh. Okay, wer schneidet? Oh, nicht der Onkel schneidet. Okay, schneide. Schneide. Mitten zwischen die Augen. Oh. Kann man ja sehr gut schneiden. Wow. Gut, wie dünn ist das? Das kann man gar nicht schneiden. Kann man besser mit Finger essen. Ja, einfach mit der Hand. Wie in Indien. So. Kannst du erst auf deinen Teller. Das ist Pudding. So richtig. Japaner haben Käsekuchen mit Pudding verwechselt. Ach, super warm. Danke. Weißt du, braucht man gar nicht, weil das ist so weich wie Pudding. Das ist so weich. Und wie schmeckt der Kuchen? Schmeckt nach Ei und Milch. Und Rosine ist super lecker. Das ist noch Rosine da. Jetzt kommt der deutsche Kuchenspezialist. Konsistent, ein bisschen zu wackelig. Ja, wackeln kann. Dann gibt schon mal Abzüge in der B-Note. Der Geschmack ist einfach nur. Es schmeckt einfach wie ein Omelette oder wie ein Frankfurter. Schmeckt nur nach Ei oder ein bisschen nach Milch. Und Rosinen schmecken. Ja. Du musst mit Rosinen zusammen. Ja, Rosinen sind das Einzige, was Geschmack in diesem Gericht. Das ist nicht so gut wie in Deutschland. Das ist wirklich nur Ei. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich finde das ganz lecker. Und guck mal, jetzt die Schlange für den Käsekuchen. Wow, bis hier. Richtig beliebt.一个晚上了，也是在日本的最后一个晚上了。我们俩实在是太累了，不能出去吃饭了，然后就在楼下的超市买点吃的，特别好。其实他那个 Seven Eleven 便利店呢，下来，有热的，有凉的。我买了，然后，哎，这边是啥？
这啥？蔬菜汁 smoothie。我觉得我现在非常在日本非常缺那个蔬菜和水果，因为我们怎么都没有找到他们卖蔬菜水果的地方。然后一些维他命，对，还有什么？哈，水果，这水果，这是我买的水果，真的就没有找到他买新鲜水果的地方。日本人没有水果。日本人，你现在说话也像日本人。冰淇淋，你的冰淇淋、你啥时候买这个了？你不知道。好吧，我们的冰箱里还有 Zaki。这还有啥？小面包。这叫 toast， toast， 吐司面包，还有啥？哦，这是我的饭团，不是饭，这是我一个鲑鱼饭团，饭团，还是热热的。哎，这边好，我们先得先吃这个，是你包子，我的包子，我有一个黑色的包子，是这是玛丽的炸热狗，应该是，对，哎，这是不是美国的那种？是美国的，是不是就美国人吃的那种？我也不知道。动作太慢了，你哇！这里面应该是哒啦！我靠，我鼻子怎么？是不是傻？哎，我的包子，我刚想说，差点说成我的鼻子，我的包子，我要吃这个包子了。那又黑的，黑的跟我一样黑。我还要吃我的包子，这个包子据说是辣的。我好久没有吃辣的了，好想吃一点。我现在做吃播嘛，这是哇，真的辣，好吃吗？好吃，好吃，要我再去买一个。嗯，好，你去吧。嗯，我选的麻辣，麻辣。哇，这个好吃，真辣，里面是猪肉还是什么？那行。彪。嗯，我还想再去买一个，这个好吃。好了，我们吃饭吧。小心点啊！真的是热狗。嗯，好炸。真的吗？都是炸的，有啥好吃的？还是我的包子好吃，我觉得。这个好吃。咦。Tempura。Tempura。这个，这个不是 Tempura。是 Tempura。No no 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 no， 还是我的包子好吃。PK PK， 嗯，这是你的 PK 了。哇，这是我的。嗯，真恶心。现在是早上的5:41，我们已经出发了，就要去机场了，要走了，我不开心。Let's go。Ich bin nicht glücklich。Let's go home。大阪再见，我们还会再见的。